Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge. Yay! Wir haben es. Heute ist Mittwoch. Ey, mir kommt schon vor, als wäre heute Donnerstag, ne? Wir haben heute Mittwoch, fahren jetzt nach Berlin rein. Werden da laden. Und dann fahren wir ganz entspannt nach Bing. Werden heute noch ausladen. Also so entspannt wird es nicht. Aber wir wollen heute noch ausladen. Und dann fahren wir halt wieder rüber nach Dietzenbach, ne? Und dann warten wir da bis morgen. Um 8:30 in dem Dreh. Schauen wir mal weiter. Judy. Also wir machen uns jetzt auf den Weg. Mal die verkackten Bäume schneiden, ne? Bei der Ausfahrt. Gott. So lobe ich mir das. Ich glaube, da gibt ja den einen oder anderen, der auch mit Koffer fährt unter meinen Abonnenten. Zum Beispiel, oder gefahren ist, zum Beispiel LKW Mike. Wäre mal ganz interessant zu wissen, warum. Also hier vorne vor dem Roten ist ein Sattelflieger mit einem Koffer. Und der hat halt eine Ladebordwand. Und eine Ladebordwand beinhaltet auch oben noch eine Klappe zum Aufklappen. So. Warum ist es bei vielen so, dass die Klappe oben offen ist? Ist das einfach nur Schusseligkeit, dass man das vergessen hat oder hat das einen besonderen Hintergrund oder wie oder was? Würde mich mal interessieren, weil wenn ich mit Ladebordwand fahre, ich mach die immer zu. Weil sicher ist sicher. Also wenn das irgendjemand weiß, wieso, weshalb, warum das manchmal so ist, dann kann er mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ist auch überhaupt nicht kurze Ding, ne? Meine Fresse, wie lang ist das wohl? 60 Meter, 80, 90, 100, 1000, ein Kilometer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr lang. Was ich mich in letzter Zeit öfter mal gefragt habe, ist folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt so zum Beispiel ein PKW oder ein Wohnmobil oder ein Transporter oder was ist da geil überholt, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass sie mir genau vor die Karre vorne reinziehen, wenn sie mich überholt haben. Da ist jetzt für mich immer so die Frage, ist sie die Volt? Machen die sich irgendwie Spaß draus, dass, oder in der Hoffnung, dass ein Bremsassistent anschlägt und der LKW damit in die Eisen geht? Ist das so ihre Intention davon, wenn die jetzt jemanden überholen mit dem LKW? Also wenn die jetzt LKW überholen und davor reinziehen, wollen die das denn so? Oder ist es einfach nur komplette Unwissenheit? Also, das überfordert mich manchmal so. Weißt? Ich frage mich immer wieder, warum musste das jetzt so sein? Mama, ich habe keinen Bremsassistent. Und ich bin auch gespannt, wie wird, wenn mein neuer LKW einen Bremsassistent hat, was er hat, wie das dann alles so funktioniert, weil ich habe ja davon keine Ahnung. Ich bin ja so ein Ding noch nie gefahren. Aber, also ihr könnt mir schon gut vorstellen, bei den Leuten, die mir jetzt in den letzten Tagen so vor die Karre gezogen sind, dass der da komplett in die Eisen gehen würde. Das
Also ich weiß nicht, was die sich da teilweise dabei denken. Ist für mich immer so ein bisschen fraglich. Aber gut. Irgendwann werden sie sich dabei schon denken. Vielleicht nicht viel, aber irgendwann muss es sein. Wir stehen jetzt hier in Dietzenbach, habe ausgeschlafen, habe ein bisschen verschlafen, gucken wir jetzt erstmal einen Kaffee und dann fahren wir auch rüber. Hier sieht es außerdem wieder aus wie Sau. Herzlichen Glückwunsch. Da hat ihn halt die Mülltonne nicht getroffen. Nichts dazu sagen. Katastrophe. Ja, muss ja. Ja. Mach's gut. Ja, ciao. Oh Gott. So, wir sind jetzt hier in Dietzenbach soweit fertig. Mache jetzt noch eine Viertelstunde Pause. Dann fahre ich rüber nach Isenburg. Lade die letzten 8 Stellplätze. Dafür werde ich mit Sicherheit wieder 2 Stunden brauchen, weil ich da wieder ewig gehe. Und dann fahren wir Richtung Heimat wieder. Also das übliche halt, ne? Ganz normal. Aber erstmal hier schön. Ist da Bescheid. Was ich nicht verstehe, ich verstehe schon, aber wir könnten hier an der Ladestelle könnten wir alle voll ballern, den ganzen Auflieger voll ballern mit Oranienburg und dann wird okay, wisst ihr, aber nee. Fahren wir nochmal nach Neu-Isenburg, das sind nochmal 8 Stellplätze. Der Pulle, der neben mir geladen hat für Oranienburg, der wird hier voll.
Prostet. Man sieht, wie schnell ich fahre. Nicht sehr schnell. Oha, warum? Stau! Stau! Überall Stau! Du ahnst es nicht. Wir haben hier vor ein paar Tagen hier das Kirchheimer Dreieck, also Hartenbacher Dreieck, nicht im Kirchheimer Dreieck, hatten sie eine Baustelle eingerichtet. Von vier Spuren auf zwei Spuren oder von drei Spuren auf zwei Spuren. Und dadurch, dass ja zwei Autobahnen hier zusammenlaufen, die A7 und die A5, staut sich das natürlich ein wenig. Ich weiß nicht, ich gehe mal nicht davon aus, dass man das so wunderbar erkennen kann, aber der Horizont ist einfach nur schwarz. Das ist extrem dunkel. Es regnet hier auch schon leicht und ich gehe mal davon aus, in 1, 2, 3, 4, 5 Kilometern wird nochmal eine richtig fette Schütte runterkommen. Jawohl! Was wollen wir denn mehr? Und hinter mir? Ah, so schön sonnig. Und da? Also ich weiß zu 100%, dass die Kamera das nicht richtig rüberbringen kann. Also wenn ihr das schon dunkel findet, dann nehmt das nochmal mal 2, weil das ist nochmal doppelt so dunkel. Das ist auf jeden Fall richtig fett. Hell, dunkel. Hell, dunkel. Hell, dunkel. Letzten Wurf entschieden werden würde. Ich glaube, könnte. So. Also ich sag ja, da kommt ein bisschen was runter. Nee. Und ja, also es ist schön, sagen wir mal so. Ja, das ist wirklich, also das Wasser steht extrem, ne? Hat geblitzt! Habt ihr den. Oh, den donnert hat. So, jetzt wird wieder weniger kurzzeitig. Boah, ich bin ein bisschen zu schnell.
Das habe ich euch ja nicht gesagt, ne? Wir laden jetzt noch aus. Eigentlich habe ich gar keine richtige Lust, aber irgendwie, na, keine Ahnung. Irgendwie so nicht. So, wir sind fertig. Werde ich jetzt außen noch ein bisschen anbringen bis zur Firma. Und dann eine Schicht im Schatten. Ne? Ich schaue gerade Twitchen. Milchbaum kann ich nur empfehlen. Müsst ihr euch mal auf Twitch gönnen. Hat zwar eine komische Stimme, also einen Stimmverzerrer benutzt, aber das ist ganz witzig. Ja, wir haben jetzt, es ist jetzt 22 Uhr, wir haben jetzt Feierabend auf dem Hof. Ich bleibe jetzt hier hoch stehen. Also ich übernachte jetzt hier, weil nach Hause fahren brauche ich jetzt auch nicht. Da ist sowieso nicht los. Außerdem finde ich da sowieso keinen Parkplatz mehr, weil scheiß Netto. Schließt gerade ihre Schranken. Ich werde jetzt die Folge hier an der Stelle wieder beenden. Das wird dann wohl die zweite Folge sein. So ist der Plan. Also in der Woche. Ich werde versuchen, die Folgen irgendwie immer so zwischen 10 und 20 Minuten zu gestalten. Kann auch mal vielleicht passieren, dass es mal bei 8 oder so liegt. Ich weiß es nicht. Aber so zwischen 10 und 20 Minuten ist eigentlich eine angenehme Zeit, finde ich, zum Gucken. Also kann es durchaus passieren, dass die Folgen alle unterschiedlich lang sind, was ja nicht schlimm ist. Was ja generell immer ist, aber ach, das ist ja. Wie gesagt, also ich werde jetzt die Folge hier beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ihr wisst, Support ist kein Mord und ich möchte auch ganz gerne bis zum Ende des Jahres 1000 Abonnenten erreichen. Dafür hebt es zwar nicht, aber gut, vielleicht auch doch. Mal gucken. Ich habe da eigentlich so was ein bisschen im Kopf. Aber schauen wir mal, ne? Liegt alles an euch. Also in diesem Sinne, Kopf in die Rinne. In die Hauen.